Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Es ist schon einiges vorweggenommen worden. Ich selber schaue gerne Krimis. Ja, und ich analysiere sie auch gerne. Und jetzt darf ich nicht zu viel aus der Schule plaudern. Sie sind immer auch wieder eine Idee für Prüfungen, die man an der Uni stellt. Ja? Weil nämlich, also ich sage immer den Studenten, aufmerksam und kritisch Krimis schauen, das hilft vielleicht bei der Bewältigung der Prüfung. Ich habe dieses Thema gerne aufgegriffen, aus mehreren Gründen, und ich betrachte es von einer theoretischen Perspektive. Also ich begrüße alle Kommissarinnen und Kommissare der Kripo, wenn sie hier sind. Ich kann nicht sagen, wie es wirklich ausschaut, denn auch die Filme gaukeln uns eine Wirklichkeit vor. Für uns an der Uni ist das die Strafprozessordnung, das Strafverfahrensrecht eine theoretische Perspektive, ein idealtypisches Verfahren, wie es eigentlich sein sollte. Und vor dem Gesichtspunkt habe ich mir verschiedene Krimis angeschaut, die in den letzten beiden Monaten im ORF gesendet wurden. Der Herr Hummer hat schon gesagt, der volksbildende Charakter von Kriminalfilmen. Also ich habe jetzt keine zuverlässigen Studien, was das betrifft, aber es gibt eine sehr zuverlässige Studie über das Rollenverhalten von Ärzten und Krankenschwestern im Krankenhaus. Da gab es eine empirische Untersuchung mit dem Ergebnis, 70% der Bevölkerung beziehen ihr Wissen ausschließlich aus Krankenhausserien. Ja? Und ich glaube, dass es mit Kriminalfilmen nicht recht viel anders sein wird. Also die deutliche Mehrheit der Bevölkerung holt dort ihr Wissen her. Über die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden, das betrifft die Befugnisse der Polizei, was dürfen die? Die Rollen von Staatsanwaltschaft und Gericht, Klammer, sofern die überhaupt vorkommen. Die Rechte des Beschuldigten. Und auch das Auftreten von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, muss ich dazu sagen, ein Fall für zwei, ein deutscher Krimi kennt kein entsprechendes österreichisches Gegenstück. Ja, also das ist dann die deutsche Rechtslage, die in vielen Punkten anders ist. Ich habe es auf den Punkt gebracht, Österreich ist nicht gleich Deutschland und ist schon gar nicht gleich Amerika. Warum? Das Strafverfahren ist zu einem wesentlichen Teil nach wie vor von nationalen Eigenheiten geprägt. Das kann man immer daran ersehen, wenn es irgendwo eine politische Revolution gibt, gibt es zwei Gesetze, die ziemlich bald nach der Revolution geändert werden. Die Verfassung und das Strafprozessrecht. Das kann man in den 1990er Jahren, als der berühmte Eiserne Vorhang fiel, nachvollziehen. Polen, Verfassung und Strafprozess wurden sofort geändert. Das ist eine sehr nationale Angelegenheit, in der sich auch sehr viel von den Grundrechten ausdrückt. Und Österreich und Deutschland ist in vielen Punkten ähnlich, aber Österreich und Amerika ist eine verschiedene Welt. Das ist das angloamerikanische Rechtssystem, ist ganz etwas anderes. Und wenn man so schön die amerikanischen Krimis sieht, mit, wo den Beschuldigten die Rechte vorgelesen werden, das sollte bei uns zwar inzwischen auch so sein, aber das ist dort seit Jahrzehnten selbstverständlich und bei uns ist das noch etwas, also nicht ganz so weit entwickelt. Also Amerika ist schon ganz anders. Es beginnt bei einem Geschworenenverfahren, das es zwar auch in Österreich gibt, aber überhaupt nicht vergleichbar ist. Also immer aufpassen, man sollte immer schauen, auch beim Tatort. Österreich oder Deutschland, man kennt es meistens ohnehin an den Polizeiuniformen, an den Autokennzeichen. Das sind wesentliche Unterschiede. Ich habe eben vier Kriminalfilme ausgesucht, einmal Soko Kitzbühel, einmal Soko Donau, zweimal Tatort, die in den letzten, also seit Dezember 2008 im österreichischen Fernsehen gesendet wurden und österreichische Produktion, also keine deutschen, sondern österreichischen. Warum gerade diese Auswahl, warum nicht die Bezirksrichterin Julia und den Stockinger, den es immer mal gegeben hatte, ja auch ganz interessant, dass sie, die Richterin Julia war eine Fülle für Prüfungsfälle. Die hatte eigentlich fast jede Sendung einen Amtsmissbrauch begangen und da konnte man immer schon prüfen. Ja? Das war hochinteressant. Warum hier dieser Zeitpunkt? Es gibt in Österreich seit 1.1.2008 eine grundlegend erneuerte Strafprozessordnung, die vor allem die Rollenverteilung im Ermittlungsverfahren, also wenn ein Strafverfahren beginnt, geregelt hat. Die Staatsanwaltschaft ist die große Leiterin des Verfahrens, die Polizei Ausführungs- und Hilfsorgan, ich setze es unter Anführungszeichen, ich will niemanden beleidigen, aber die Konzeption geht in die Richtung, auch wenn man dafür den Begriff Kooperationsmodell verwendet. Das heißt nämlich im Gesetz, wenn sie sich nicht einigen, gilt das, was die Staatsanwaltschaft sagt. Naja, das ist schon eine Art von Kooperation, wo aber die Rollen klar verteilt sind. Ja. Das Gericht ist zurückgedrängt worden als Grundrechtshüter. Also die schauen einfach, dass da nicht keine überschießenden Eingriffe gibt. Und das Opfer kommt auch als neuer Verfahrensbeteiligter mit zusätzlichen Rechten hinzu. Das war seit 1.1.2008 dieses Gesetz. Und seit, glaube ich, Februar 2004 ist es beschlossen. Da gab es bewusst 4 Jahre Zeit, um dieses grundlegende Gesetz umzusetzen. Und da kann man eigentlich davon ausgehen, dass Drehbücher von Kriminalfilmen,
die wahrscheinlich nach 2004 geschrieben sind, sich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, wenn klar war, die werden mal einiges nach 1.1.2008 gesendet. Das war so der Hintergrund, warum Kriminalfilme aus den letzten Monaten, ich habe sozusagen ein Jahr mal Zeit gegeben, um die Reform greifen zu lassen. Ja, und jetzt genau die Frage, gibt es Auswirkungen auf Kriminalfilme? Denken Sie mal scharf nach an die Krimis, die Sie gesehen haben. So schauen Straßenwälte aus, von der Robe her. Schon mal gesehen. Das kennt man eher. Die Kripo, die irgendwie die Spuren sichert. Naja, und die Richter schauen bei uns nicht ganz so aus wie in England, aber immerhin, die Richter kommen eigentlich relativ selten vor. Hat sich das geändert? Welches Bild ist Ihnen in Erinnerung? Und ich schreite gleich zum ersten Fall. Soko Donau, gesendet am 30. Dezember 2008 mit dem Titel Verlorene Jugend, mit einem Oberösterreich-Bezug. Also eine Sozialarbeiterin wird tot aufgefunden. Eine weibliche Wasserleiche ruft die Soko Donau auf den Plan. Hoppala, das ist die falsche Richtung. Die geht jetzt rückwärts, die sollte eigentlich vorwärts gehen. Machen wir so, da geht es jetzt vorwärts. So. Also, eine weibliche Wasserleiche wird gefunden, die Soko Donau kommt und die ersten Recherchen im Zusammenhang mit dem Mordopfer einer Sozialarbeiterin führen nach Grein an der Donau. Also der spielt im wunderschönen Ort Grein, in ein Heim für straffällig gewordene Jugendliche. Und während der Heimleiter die Ermittlungen im Umfeld seiner Schützlinge zu verhindern sucht, erweist sich die Psychologin des Heimes als kooperative Stütze. Und schon bald konzentrieren sich die Recherchen auf dem Wolle, hier unten links im Bild, ja, einer der dort wohnenden Jugendlichen. Und dessen Verhalten ist mehr als auffällig, auch wenn seine Freundin Fee neben ihm mit Kampfesblick von seiner Schuldlosigkeit überzeugt ist. Na, das ist der Fall gewesen, so hat er begonnen. Und jetzt treten die Kommissare auf den Plan. Wenn man jetzt mal diesen Sachverhalt nach der Strafprozessordnung analysiert, wie würde ein idealtypisches Verfahren ausschauen? Also das Erste, was es da geben muss, einen sogenannten Anfallsbericht der Kriminalpolizei an die Staatsanwaltschaft. Sofort. Also bei einem schweren Verbrechen wie dem Mord ist sofort die Staatsanwaltschaft einzuschalten. Warum? Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren zu leiten. Ja, und wenn sie nichts weiß, kann sie auch nichts anordnen. Das ist die Idee. Also bei schwerwiegenden Verbrechen sofortige Information der Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft muss hier schon auf den Plan treten. Die muss zum Beispiel die Obduktion anordnen. Steht ausdrücklich in der Strafprozessordnung drin. Nicht die Polizei ordnet an, die darf es gar nicht. Das muss die Staatsanwaltschaft machen. Und darum muss die Staatsanwaltschaft informiert werden. Und wenn es dann zu bestimmten Grundrechtseingriffen kommt, wie die Durchsuchung einer Wohnung oder die Anordnung einer sogenannten molekulargenetischen Untersuchung, also eine DNA-Analyse, dann muss zusätzlich zur Anordnung der Staatsanwaltschaft noch die Genehmigung vom unabhängigen Ermittlungsrichter dazukommen. Der schaut sich das an, sozusagen, es darf nicht zu weit, zu stark in die Grundrechte eingegriffen werden. Denn die Grundsätze des Strafverfahrens, die dahinterstehen, die muss man sich vor Augen halten. Natürlich ganz klar, es geht um die Ermittlung der materiellen Wahrheit. Das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wir wollen wissen, wie es gewesen ist. Und der Staat sorgt dafür Ordnung und der macht das mit staatlicher Gewalt im weitesten Sinn. Da gehört nicht nur die Festnahme dazu, da gehört auch das Abhören der Telefone dazu, die Durchsuchung der Wohnung, die Observation und so weiter. Also der ganze Bereich, wo in die Freiheitssphäre der Bürgerinnen und Bürger eingegriffen wird. Das ist nichts Besonderes, das ist ein Grundsatz, den wir in Österreich seit dem ersten Strafgesetzbuch haben und das geht zurück auf die berühmte Kaiserin Maria Theresia, der Codex Theresianer. Die wollte auch nichts anderes als die Wahrheit ermitteln. Wenn Sie das Buch einmal gesehen haben, ich weiß nicht, ob so etwas im Wissensbuch, im Wissensturm gibt, das hat zwei Teile. Ja. Vorne steht drinnen in schöner alter Schrift und schwieriger Sprache, was strafbar ist und wie das Verfahren geführt wird. Und dann sind eine Menge Zeichnungen, wo die Folterinstrumente und die Foltermethoden bildlich dargestellt werden. Ja. War damals ein Fortschritt, weil eben zur Ermittlung der Wahrheit jedes Mittel recht war. Und einmal davon angenommen, muss halt foltern, dann wird er schon die Wahrheit sagen. Und das hat sich geändert. Heute steht das Strafverfahren vor einer Schere. Zwei Gegenpole. Ermittlung der Wahrheit ja, aber nicht um jeden Preis. Nicht jedes Mittel darf
zur Wahrheitserforschung eingesetzt werden. Der Beschuldigte hat Rechte, er darf sich verteidigen und er darf auch lügen. Er darf nicht gezwungen werden, sich selbst zu belasten. Das ist Ausfluss seiner Menschenwürde. Er darf nicht dazu gezwungen werden. Heute sehen wir das eben anders. Folterverbot ist ein Ausfluss dieses Schutz der verdächtigen Person. Und genau darüber wacht eigentlich letztendlich der Richter, der unabhängige Richter und nicht die strafverfolgende Polizei. Die muss es zwar auch tun, und auch nicht die strafverfolgende Staatsanwaltschaft, auch die muss es tun. Aber halt, wenn man im Eifer der Wahrheitsermittlung steht, kann man vielleicht einmal auf einem Auge ein bisschen sehbeeinträchtigt werden. Und dann gibt es den objektiven Richter, der genau das überprüft. Geht das noch oder geht das nicht mehr? Und das ist einfach, was sich da geändert hat gegenüber vor 2008, dass der Richter damals nicht nur kontrolliert hat, sondern auch selber ermittelt hat. Jetzt ermittelt er nicht mehr, er kontrolliert nur mehr, von ganz, ganz wenigen Fällen abgesehen. So, wenn wir zurückkehren zu unserer verlorenen Jugend Soko Donau. Wenn Sie mal nachdenken, gab es dort eine Staatsanwaltschaft, gab es einen Polizist, ich habe es mir zweimal angeschaut. Es kommt weder ein Staatsanwalt vor, noch ein Ermittlungsrichter, obwohl sogar ein Jugendlicher festgenommen wird. Was ist die Aussage des Films? Die Polizei ermittelt autonom, macht alles selbstverständlich richtig und auch mit großer sozialarbeiterischer Kompetenz. Ich komme auf die Frage noch zurück, die sozialarbeiterische Kompetenz, die es ja wirklich gibt auch. Ja. Allerdings sozialarbeiterische Kompetenz bis zur Grenze des Amtsmissbrauchs, sogar die Grenze wird überschritten in dem Film. Ich komme gleich am Schluss noch dazu, wie ich das meine. Anderes Beispiel. Es gab zwei schöne Tatorte in Österreich. Drehbuch Felix Mitterer bürgt für Qualität. Geht man davon aus, der hat sich vielleicht auch damit auseinandergesetzt. Hauptrolle Herr Krasnitzer, der Kommissar Eisner. Ja, der erste Fall am 21. Dezember im ORF gesendet, trug den Titel Granit. Worum ging's? Es ging um den Erbstreit zweier Brüder, nämlich der Bergbauern Erich und Heinz, und der sollte Thema einer erfolgreichen TV-Sendung sein. Akut Agnes hieß das im Film. Und die Talkmasterin Agnes Eichinger als Anwältin des kleinen Mannes tritt dort auf und prangert Missstände an. Das war die Vorgeschichte. Und durchkreuzt in ihrer Reportage durch den Mord am Steinbruchbesitzer Pechtel, der im Bruderzwist eine erhebliche Rolle gespielt hat. Und das spielt in Tirol, und wenn man in Tirol nicht weiter weiß, darf man zwar den Tiroler nicht sagen, dann holen sie sich Schützenhilfe aus Wien. Es wird der Kommissar Eisen aus Wien eingeflogen. Also dass das der Felix Mitterer als Tiroler schreibt, habe ich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, aber das ist bei ihm so. Ja? Also das Verbrechen ruft den Hauptkommissar Moritz Eisen auf den Plan, und dessen Fingerspitzengefühl wegen des bereits vorhandenen medialen Interesses an diesem Fall besonders gefragt ist. Und gemeinsam mit seinem Tiroler Kollegen Pfurcella macht er sich an die Ermittlungen, und die wird dann durch die brisante Situation erschwert, dass die praktisch vor den Augen des TV-Teams stattfindet, weil natürlich Akut Agnes, so wer oder wie immer die auch im echten Leben heißt, vor Ort ist und die Polizei beobachtet. Und das führt aber dazu, dass der Herr Eisner unverhoffte Hilfe vom TV-Star Agnes kriegt. Ja? Nämlich diese attraktive Talklady hat vielleicht auch etwas zu verbergen. Ein Geheimnis, das ihr ein Haar das Leben kostet. Und der Herr Eisner rettet sie aus einem Weiher vor dem, aus einem vereisten Weiher vor dem Ertrinken. Und zum dramatischen Höhepunkt kommt es dann, als der Erich, einer dieser Bergbauern, droht, den Hof in die Luft zu sprengen, und er wird dann verhaftet. Ja, okay, nichts Besonderes. Und es kommt dann die menschliche Komponente sozusagen dazu, die Haft, und es steht Weihnachten vor der Tür und der Verhaftete flieht aus dem Gefängnis, sozial nachvollziehbar, um das Fest bei seiner Familie zu feiern. Ja, das ist mal so der schöne Sachverhalt, ist ein bisschen länger als bei der Soko Donau. Der Tatort dauert ja auch 1,5 Stunden und nicht nur 45 Minuten. Ja. Und er hat eigentlich hier vom Strafprozessualen her zwei interessante Gesichtspunkte. Das erste, da ist viel Ähnlichkeit da zum ersten Fall, zum idealtypischen Strafverfahren. Ja, es geht um einen Mord, also ein sofortiger Anfallsbericht an die Staatsanwaltschaft, damit die ermitteln können. Der zweite strafprozessual interessante Gesichtspunkt betrifft dann die Festnahme, nachdem der versucht, den Hof in die Luft zu sprengen. Also eine klassische sogenannte autonome Festnahme durch die Kriminalpolizei wegen Gefahr im Verzug. War okay, dass die ihn festnehmen, ohne dass der Staatsanwalt zunächst involviert ist. Ich meine,
ist ja klar, das wäre kontraproduktiv. Die Polizei macht einen Einsatz und dann ist der Einsatz beendet und dann rufen sie den Staatsanwalt an, jetzt waren wir soweit, dürfen wir ihn festnehmen? Und der fragt, ja, da muss er mal den Richter fragen, das wäre kontraproduktiv. Das sieht die STPÖ auch vor, Gefahr im Verzug, autonome Festnahme durch die Polizei, das geht in Ordnung. Allerdings mit der Pflicht, unmittelbar darauf den Staatsanwalt zu verständigen, damit er weiterleiten kann. Und die U-Haft nach 48 plus maximal 48 Stunden kann erst verhängt werden, wenn sie von einem Richter angeordnet wird und wenn der Richter ihn vernommen hat. Das steht eigentlich seit, glaube ich, mehr als 100 Jahren in der österreichischen Strafprozessordnung. Das ist nichts Neues. Wenn man sich den Tatort vor Augen führt, selber Befund wie vorhin. Staatsanwalt oder Ermittlungsrichter kommen nicht vor. Der sitzt im Gefängnis, ohne dass jemals vom Staatsanwalt die Rede ist, dass er ins Bild kommt, ohne dass ein Richter eine Rolle spielt. Die Polizei erklärt wiederum mit viel kriminalistischem Gespür und sozialarbeiterischer Kompetenz den Fall zufriedenstellend auf. Ja, zweiter Befund, also das war kurz drauf nach der Soko Donau innerhalb weniger Wochen. Anderes Drehbuch, andere Serie, andere Schauspieler. Dann der groß angekündigte Tatort vom 4. Jänner, der Baum der Erlösung. Auch Drehbuch Felix Mitterer, spielt in Tirol. Es geht um ethnische Konflikte. Also im Wald in der Nähe der Tiroler Markgemeinde Telfs wird eine junge türkische Frau an einem Baum erhängt aufgefunden. Zuerst geht die Polizei von einem Selbstmord auf, denn aus dem selben Baum haben sich schon innerhalb eines Jahres drei andere türkische Mädchen und ein junger Mann erhängt, um einer Zwangsverheiratung durch die Familie zu entgehen. Und die Türken nennen daher diesen Baum seither den Baum der Erlösung. Bald stellt sich allerdings heraus, dass auch der Tiroler Freund des Mädchens verschwunden ist und bei der Obduktion werden Spuren von Gewaltanwendung an der Toten entdeckt. Der Fall scheint insofern besonders brisant, weil die Stimmung in der Bevölkerung ohne dies aufgeheizt ist, weil es nämlich hier um ein Minarett geht, das fertiggestellt worden ist und den Ort sozusagen in Aufruhr bringt. Wie in solchen Fällen übrig, der Kommissar Eisen aus Wien wird eingeflogen, um hier den Fall zu lösen, so schnell wie möglich. Und natürlich, der hat dann seine beiden Kollegen aus Tirol, die ihm dabei helfen, und er kommt schon drauf, da geht es nicht nur um den Minarettbau, sondern dahinter steht eigentlich, stehen zwei verfeindete Clans aus Tirol, die sich einfach nicht, wo es nicht ums Minarett geht, sondern ganz, ganz generell um die Trennung der Kulturen. Und das wird auch mit viel Gespür, spielt das auch in die Polizeiarbeit hinein, dass es einen Polizisten gibt mit Migrationshintergrund, der selber Türke ist und der selber eigentlich in seiner Rolle als Polizist hier zwischen die Fronten gerät, dass er vom Kommissar Eisner, dem Guten, korrekt behandelt wird und vom Furci natürlich nicht so korrekt behandelt wird, der immer wieder auf seine ethnische Herkunft anspielt. Mit viel Fingerspitzengefühl und auch ganz gut gelöst. Also wenn man sich das wieder mal so anschaut, nach dem Strafprozess, nach dem idealen Strafprozessrecht, nicht viel anders. Anfallsbericht an die Kripo, es geht um einen Mord. Nachdem es auch ein Fall von besonderem öffentlichem Interesse ist, wird hier, nach dem Typus her, muss ja auch die Staatsanwaltschaft ganz konkrete Anordnungen geben und wird auch regelmäßig während des Verfahrens sogenannte Zwischenberichte einfordern, damit hier einfach ein entsprechender Stand vom Verfahren gewährleistet ist. Und was noch dazu kommt, Grundrechtseingriffe sind vom Richter anzuordnen. Und dabei geht sozusagen der Kommissar Eisner schon den ersten Sündenfall, indem er natürlich die Strafprozessordnung ganz geschickt austrickst. Anstelle sich einen Durchsuchungsbefehl zu holen, fragt einfach den Vater, ob er das Zimmer des Jungen sich anschauen darf nach den Waffen. Und der Vater will natürlich kooperieren und erlaubt ihm, sich das Zimmer des Jungen anzusehen. Also keine Durchsuchung gegen den Willen, sondern eine einvernehmliche Durchsuchung. Und damit kann man eigentlich die Vorschriften der Strafprozessordnung umgehen. Ist zwar nicht so gedacht, aber ist im Rahmen des Rechtlich noch gerade zulässig. Also da merkt man schon, die Schlauheit auch des Kommissar Eisner greift auch zu durchaus ein bisschen unsauberen Mitteln, was man als Zuschauer versteht, denn dieses Verbrechen gehört aufgeklärt. Also das ist ja, was bei dem Tatort so genial gemacht ist, mit den Sympathien der Zuschauerinnen und Zuschauer wird ganz, ganz gezielt und ganz, ganz gut gespielt. Und jetzt das Resümee vom Baum der Erlösung. Wie nicht anders zu erwarten, es kommt kein Staatsanwalt vor und kein Ermittlungsrichter, im ganzen Film nicht. Die Polizei erklärt die Tat mit viel Gespür und sozialarbeiterischer Kompetenz auf. Ja, also das ist ein
System, das sich eigentlich wieder durchzieht. Was mich hier nicht verwundert, das ist auch Felix Mitterrand und eine Ähnlichkeit zum ersten Fall. Und einen vierten habe ich noch. Soko Kitzbühel, der Tod hört mit, ausgestrahlt vor ziemlich genau einem Monat, am 3. Februar 2009. Der gebürtige Syrer Hassan Jami ist in Kitzbühel als Hersteller für Spezialglas erfolgreich und bei einem Funkertreffen stürzt der begeisterte Hobbyfunker von einem Holzsteg in eine tiefe Klamm zu Tode und wie sich herausstellt, war der Steg präpariert und die Soko Kitzbühel geht von Mord aus. Ja. Vor seinem Tod konnte Schami aber noch eine Nachricht in den Sand am Ufer des Wildbachs schreiben, nämlich die Morsezeichen für V und E. Und diese Nachricht gibt den Ermittlern Rätsel auf, genauso wie das Kontaktnetz des Ermordeten. Und die international verzweigten Geschäftsbeziehungen sind undurchsichtig, die enge Freundschaft zu seinem Finanzchef ist undurchsichtig, man entschließt sich also, Handydaten auszuwerten, in Bankunterlagen Einsicht zu nehmen, um hier in diesem mysteriösen Mordfall Licht zu bringen. Die strafprozessuale Analyse wieder relativ einsichtig, es geht am Mord, ohne Anfallsbericht an die Staatsanwaltschaft geht nichts bei diesem Verbrechen. Wahrscheinlich würde hier bei so wenig, wenn es faktisch überhaupt keine Anhaltspunkte gibt, die Staatsanwaltschaft zur Kripo sagen, macht's mal, ermittelt mal, gebt mir was, damit ich überhaupt etwas anordnen kann. Ja? Das Einzige, was dazukommt, die Staatsanwaltschaft wird wahrscheinlich einen Sachverständigen beauftragen, die Brücke sich näher anzuschauen. War das angesägt, war es verrostet? In dem Fall war, glaube ich, irgendeine Säure im Spiel, die die Bolzen hat brechen lassen. Und das muss ein Sachverständigengutachten klären. Den Sachverständigen bestellt nicht die Kripo, den Sachverständigen bestellt die Staatsanwaltschaft. Und Grundrechtseingriffe wie die Öffnung von Konten oder die Auswertung von Telekommunikationsdaten bedürfen der gerichtlichen Genehmigung. Also es würde hier durchaus naheliegen, dass irgendwann einmal im Film ein Staatsanwalt oder ein Richter vorkommt. Das Ergebnis überrascht nicht. Weder ein Staatsanwalt noch ein Ermittlungsrichter kommt vor. Aber es kommt jemand anders vor, nämlich Helfer, auf deren kriminalistisches Gespür man vertrauen kann. Ich glaube, er ist, glaube ich, der Vater der Kommissarin vom Beruf Koch und das ist seine wie immer geartete Lebensgefährtin, nicht Freundin, mit der er immer noch per sie ist. Das ist immer ganz nett, wie die beiden ermitteln. Also man vertraut nicht auf Staatsanwaltschaft und Gericht, aber auf den kriminalistischen Hausverstand, wie er sozusagen von Menschen aus dem Volk vermittelt wird. Das ist der vierte Fall und nehme ich das mal zum ersten Fazit verleitet. Was kann man daraus folgern? Also erstens, die Rollen von Staatsanwältinnen, Richterinnen und der Kripo, wie sie dargestellt wird, entsprechen nicht der StPO. Das Gesetz sieht idealtypisch etwas anderes vor. Ich möchte auch ganz bewusst dahingestellt lassen, ob es in der Praxis nicht vielleicht genauso ist wie in den Filmen. Das kann sein, aber das Gesetz will und wollte etwas anderes. Dazu kommt der Schluss zum Beginn. Nachdem die Bevölkerung, die breite Bevölkerung, das als bare Münze nimmt, sind die grundrechtsschützenden Möglichkeiten von Gerichten und Staatsanwaltschaften in der Bevölkerung unterschätzt. Was mitunter dazu führt, dass der einfache Mann, die einfache Frau aus dem Volk gar nicht auf die Idee kommen, etwas zu hinterfragen, weil sie es gar nicht wissen, dass das überprüft werden kann. Also insofern muss man solche Filme durchaus kritisch sehen. Dazu kommt auch, dass die Rechte, die Beschuldigten von der Kripo zugestanden werden, eigentlich nicht dem gesetzlichen Standard entsprechen. Denn in diesen Fällen kommt es kaum zur Rechtsinformation, dass bei der Festnahme gesagt wird, dass ein Anwalt verständigen darf oder dass ihm das Telefon angeboten wird. Das kommt nicht vor, ist aber geltendes Recht in Österreich. Das heißt, die Leute, das wissen die Menschen im Volk eigentlich nicht. Und jetzt natürlich einmal, es lohnt sich ein Vergleich mit deutschen Krimis. Warum lohnt sich da ein Vergleich? Aus dem einfachen Grund, diese Rollenverteilung, wie wir es in Österreich seit 1. Januar 2008 haben, gibt es in Deutschland seit etwa 20 Jahren. Und wenn Sie mal deutsche Krimis anschauen, da kommt auch ein Staatsanwalt vor. Natürlich kann man sich fragen, in welche Rolle kommt der Staatsanwalt vor. Meistens ist er der, der die Polizei blockiert und von der ganzen Sache nichts versteht. Okay, aber er kommt wenigstens vor. Das heißt, die Leute kommen auf die Idee, da gibt es etwas. Und wenn es zum Beispiel zur Haft kommt, ist zumindest im Gespräch der Kripo häufig vom Haftrichter die Rede. Wird uns der Haftrichter bei dieser Beweislage die Haft verhängen, ja oder nein? In Österreich wird das nicht problematisiert. Also die sind in dem Sinn meines Erachtens schon ein bisschen weiter.
was mich zur Hoffnung führt, dass in Österreich mit der Zeit, also je länger die neue StPO gilt, auch hier ein gewisser der volksbildnerische Auftrag des Fernsehens besser wahrgenommen wird. Ich möchte aber noch einen Punkt ansprechen, den ich schon angedeutet habe als Sonderproblem, das polizeiliche Fehlverhalten. In 3 der genannten Filme kam es zum Fehlverhalten der Polizei. Und das stimmt mich eigentlich bedenklich. Nämlich im 1. Film Sokotona hat ein Jugendlicher einen schweren Widerstand gegen die Staatspolizei, gegen die Staatsgewalt geleistet. Ja, der hat einem Polizisten die Waffe weggenommen, die Polizisten bedroht, um abzuhauen. Ja, also ein schwerer Widerstand gegen die Staatsgewalt. Der wurde von der Polizei nicht weiter verfolgt und der Staatsanwaltschaft nicht mitgeteilt. Die Staatsanwaltschaft hat davon nie erfahren. Die Jugendliche wurde nicht verfolgt. Diese Kompetenz hat die Polizei nicht. Nur der Zuschauer hatte völlige Sympathie für dieses Vorgehen, denn die Polizisten haben das nur gemacht, um dem Jugendlichen eine Zukunftsperspektive zu geben. Also dieser Amtsmissbrauch der Polizei kam positiv rüber, aber es war eine klare Rechtsverletzung. Rechtsverletzung 2, die mich besonders erschüttert hat: Der sympathische Kommissar Eisner hat einen Jugendlichen geschlagen, um eine Lektion zu erteilen. Warum? Was war der Hintergrund? Der Polizist mit Migrationshintergrund wurde vom türkischen Jugendlichen als Verräter betrachtet und wurde zusammengeschlagen. Das war sozusagen ausermittelt. Der Kommissar Eisen hat auf die Anzeige verzichtet, aber dem Jugendlichen eine ordentliche Ohrfeige gegeben. Und das ist für meinen Kollegen, damit du ihn in Zukunft ordentlich behandelst. Ein klassischer Form eines Polizeiübergriffs, der rechtlich unzulässig ist. Der Zuschauer hatte durchaus Sympathie, denn das hat ihm gehört, er darf nicht rassistisch sein. Und zweitens, er hat mir aber was Gutes getan, denn wenn er das angezeigt hätte, wäre wahrscheinlich eine viel schlimmere Strafe rausgekommen. Ja? Und der dritte Übergriff, auch beim Tatort, das ist über die Geschichte mit Weihnachtsfest, die ich noch am ersten akzeptieren kann, nämlich da ist er aus dem Gefängnis ausgebüxt, um bei der Familie Weihnachten zu feiern. Der Kommissar hat es entdeckt und aus menschlichen Gründen gesagt, da wird man nicht davonlaufen, morgen nach dem Weihnachtsfest geht es zurück ins Gefängnis. Diese Kompetenz steht ihm zwar auch nicht zu, aber da ist wenigstens die Gefährdung relativ gering gewesen. Also da habe ich noch ein viel größeres Verständnis dazu gehabt. Und wenn ich das jetzt zum Fazit 2 zusammenfasse, was mich an diesem Kriminalfilm, was ich feststellen könnte, dass polizeiliches Fehlverhalten meist verniedlicht wird und beim Zuschauer sozusagen das Gefühl hergestellt wird, es trifft ohnehin immer die Richtigen. Und insofern ist das kein Problem. Es wundert auch nicht, dass aufgrund der Darstellung im Kriminalfilm das Rechtsschutzbewusstsein in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern wenig entwickelt wird, vor allem auch zu Amerika. Das ist ein anderes System und hier kann man schon sagen, die seit 1. Jänner 2008 geltende StPO wäre eigentlich eine Chance für Kriminalfilme, eine Bildungsarbeit zu leisten und auch für den ORF, der in gewisser Weise einen bildungspolitischen Auftrag hat. Das würde ich so sehen. Ich wäre gerne bereit, Drehbuchautoren zu beraten, kein Problem. Es findet nicht statt und insofern bedanke ich mich fürs Erste mit diesem Fazit für die Aufmerksamkeit.